Moin moin und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie ihr sicherlich wisst, das große Backen hat wieder begonnen und das hier ist die erste technische Prüfung. Knusprige Splitterbrötchen, so sehen die aus. Ich würde mal sagen, das ist eine Eigenkreation. Und das hier sind die Zutaten. Es ist wirklich allerhand zu machen. Es ist ein Plunderteig oder so ähnlich mit so einem Hefevorteig. Den habe ich gestern Nacht schon mal gemacht. Und dazu gibt es eine Himbeerkonfitüre. Also ich bin gespannt. Man hat für das ganze Rezept 135 Minuten Zeit. So, ich würde sagen, wir beginnen jetzt mal. Ich habe hier meinen Zollstock liegen, denn wir müssen mit der Butter anfangen. Das wird hier die Ziehbutter für den Plunderteig. Hier sind die beiden Folien. Dazwischen wird das jetzt einmal kurz ausgerollt. So, das soll jetzt ein Quadrat von 15 mal 15 werden. So sieht jetzt der Butterziegel aus. Der geht jetzt für. Ja, keine Ahnung, der geht jetzt, denke ich mal, erstmal in den Kühlschrank, steht jetzt nicht im Rezept, aber ich packe ihn jetzt in den Kühlschrank. Weiter geht's jetzt mit dem Kneteig. Das kommt hier alles in diese Küchenmaschine. Also es war jetzt Buttermilch, Mehl und Zucker. Und als nächstes muss ich die Milch und die Hefe erwärmen. So, die Milch ist lauwarm. Ist jedenfalls eigentlich schon ein bisschen zu heiß. Mit 3 Sekunden nicht hingeguckt. So, jetzt kommt die Hefe da rein. Dann rühren wir das alles mal ein bisschen. Und dann haben wir es auch zu der anderen Mischung dazu. Als nächstes muss hier dieser Vorteig da rein. Der ist echt ein bisschen glibberig, eklig. 107 Gramm. Ich habe keine Ahnung, wie viel das ist und ob es überhaupt 107 Gramm sind. Boah, das könnte eng werden. Da sind jetzt 101 Gramm. Mehr Vorteig habe ich ja leider nicht. Dazu kommt jetzt eben noch die warme Milch mit der aufgelösten Hefe. Und jetzt soll das Ganze langsam 10 Minuten lang einfach nur gerührt werden. Und während der Teig hier seine Runden dreht, mache ich nach und nach ein bisschen Wasser dazu. So, während noch der Teig in der Maschine ist, fange ich schon mal an mit der Füllung und das hier wird eine Butter-Honig-Masse. Alle Zutaten, die da beschrieben sind, sind jetzt hier in dem Topf und werden erwärmt. Also Butter, Honig, Vanille und ein bisschen Salz. Müssen so lange erwärmt werden, bis es eine homogene Masse ergibt. Sieht eigentlich auch schon ganz gut aus und riecht auch ganz lecker. Ich denke, die kann jetzt auch vom Herd runter. So sieht der Teig jetzt nach 10 Minuten aus. Jetzt soll hier nochmal Salz dazu kommen. Und es wird nochmal weitere 5 Minuten geknetet und dann gucken wir mal. Die 15 Minuten sind um. Okay, ist ein bisschen klebrig. Also er riecht auf jeden Fall super hefig. So sieht er aus. Also in der Beschreibung steht jetzt, wir sollen daraus erstmal eine Kugel formen und dann zu einem Rechteck aus. Boah, zu einem Rechteck. Boah, ey, das ist aber auch. Na. Das ist echt nicht so ganz einfach. Also, ist echt nicht so ganz einfach. Der ist super klebrig. Okay, also mit diesem Teig muss man ganz gut kämpfen. Wir werden das Kugelform einfach mal überspringen und werden uns gleich um das Rechteck kümmern. Da steht jetzt auch nicht in der Beschreibung drin, wie groß der jetzt ausgerollt werden muss. Ich werde jetzt einfach mal ähnlich wie das Butterstück machen, aber ohne jetzt auszumessen. Das war ja so 15 mal 15. So sieht das jetzt aus. Das geht jetzt 20 Minuten in die Kühlung und dann fangen wir an zu tuchieren. Weiter geht es mit der Marmelade.
Und zwar brauche ich 35 Milliliter Wasser. Dann kommen hier jetzt die Himbeeren rein. Der Gelierzucker. Eine halbe Vanilleschote. Jetzt, wo es einmal aufgekocht hat, soll ich den Zitronensaft hinzufügen. Hier habe ich den schon mal zur Seite gestellt. Soll den abschmecken. Ich denke, ich kipp's einfach alles rein, das wird schon passen. Und dann soll das hier bei mittlerer Hitze köcheln, bis mir die Konsistenz gefällt. So. Die 10 Minuten sind um. So sieht jetzt das Ergebnis aus. So. Könnte für meinen Geschmack eigentlich noch ein bisschen weniger flüssig sein. Aber gehen wir mal davon aus, wenn es kälter wird, dass das schon passt. Ich hätte übrigens nicht gedacht, dass man die Himbeeren jetzt nicht so zerkleinern braucht, dass das automatisch durch den Kochprozess passiert. Oder? Ein gutes halbes Glas. Drehen wir das jetzt um? Machen wir das einfach mal. Weiter geht es mit dem Teig. Jetzt können wir anfangen zu tourieren. Wir sollen ein wenig die Arbeitsfläche mit Mehl bestäuben. So, das hier ist unsere Butterplatte. Und das hier ist unser Teig. Ah, herrje. Könnt ihr das sehen? Der lässt sich echt ganz schwer trennen. Ich glaube, die Schwierigkeit an diesem Rezept ist einfach nur der Teig. Und der ist echt so eine Sache für sich. So, wir müssen jetzt die Butter einschlagen. Ja, könnte passen. So, die ist nicht ganz so widerspenstig. So, wir beginnen jetzt mit dem Tourieren. Ich habe wieder meinen Zollstock, 15x25. Haben wir tatsächlich schon fast erreicht. Er ist eigentlich sogar schon so groß. Das sind einfache Touren, stand da, und da ist ein Bild aufgemalt. Irgendwie ein Drittel, also so. Und dann das hier oben drüber. So, das wird jetzt nochmal in Frischhaltefolie eingewickelt und dann geht es für 10 Minuten in die Kühlung. Weiter geht's. War jetzt 10 Minuten im Kühlschrank. Jetzt sollen wir einmal um 90 Grad drehen, also so. Und jetzt wieder 15,25. Also der lässt sich echt richtig gut ausrollen. Er wird halt einfach nur dadurch auch extrem groß. Naja. Einen kleinen Schubser in die Richtung kann er noch gebrauchen. Und jetzt machen wir wieder eine halbe Tour, nee, eine ganze Tour. So. Und Schubs. Jetzt geht es nochmal für 10 Minuten in die Kühlung. 10 Minuten sind wieder um. Jetzt geht es weiter mit der letzten Tour. Jetzt, weil es die letzte Tour ist, fangen wir an, unsere Honig, Vanille, was war da noch drin? Weiß ich gar nicht mehr. Sie ist etwa die Hälfte und ich würde sagen, das kommt etwa hin. Nochmal 10 Minuten und dann ist das Tourieren fertig. Das war die letzte Tour. Der Teig hat etwas Füllung verloren. Versuchen wir jetzt das Beste daraus zu machen. Der soll jetzt ausgerollt werden und zwar zu 13x20, also gar nicht mal so extrem.
So, ich habe leider vergessen, auf Start zu drücken. Deswegen habe ich schon ein bisschen weitergemacht. Und zwar habe ich gerade die letzte Tour fertig gemacht und habe jetzt die aufgeteilt in 6 Stücke. So kleine Schnitte in der Mitte. Und jetzt hole ich quasi die Zipfeln so an der Seite raus, dass es hier so kleine Röschen werden. Es ist übrigens nicht machbar, dass man das in der Zeit schafft. Keine Ahnung, wie die das in der Schule gemacht haben. So sieht jetzt das Ergebnis aus. Die sollen jetzt noch mal eine halbe Stunde lang gehen. Ich habe den Ofen schon mal vorgeheizt auf 50 Grad und ja, gucken wir mal, die sollen deutlich größer noch werden. Ich finde, die sehen schon ganz in Ordnung aus. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Hier sieht man eigentlich schon überall feuchte Flecken. Also, das ist nicht so gut gelungen. Wie man sehen kann, die Butter trennt sich. Das Tourieren hat also nicht so gut funktioniert bei mir. Na gut, und sonderlich aufgegangen sind sie jetzt auch nicht. Oh je. Egal, können wir jetzt nicht mehr ändern. Jetzt gibt es eine zweite Schicht von dieser Füllung. So, jetzt geht es in den Ofen, aber ach, ich weiß nicht, so sonderlich schön sind sie ja jetzt noch nicht mehr. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich finde, ich habe eigentlich alles genauso gemacht, wie es sollte, aber gut, offensichtlich nicht. Jetzt nochmal 15 bis 20 Minuten und dann gucken wir uns das Desaster mal in Gänze an. So, dann wollen wir doch mal schauen. Das hier ist das Ergebnis. Es riecht etwas verbrannt, das liegt hier an den ganzen ausgelaufenen Flüssigkeiten. Ansonsten muss man natürlich sagen, die sind relativ gleichmäßig groß, aber sehr flach. Wir werden die jetzt mal ein bisschen abkühlen lassen und dann probieren wir sie doch einfach mal. Ich würde sagen, wir suchen uns jetzt mal die 4 schönsten und gleichmäßigsten aus. Ich meine, dass sie zusammengesackt sind, daran kann ich jetzt leider nichts mehr ändern. Und dann probieren wir sie auch mal, nicht? So. Tada! So ist jetzt mein Ergebnis meiner Splitterbrötchen. Wie man ja schon gesehen hat, sie sind nicht ganz aufgegangen. Sie haben sich irgendwie ein bisschen gelöst. Ich habe irgendwas mit dem Tourieren offensichtlich falsch gemacht. Aber ansonsten sehen sie ja ganz in Ordnung aus. Das hier ist die Marmelade. Bin mal gespannt, ob die auch schmeckt. Ich würde sagen, lasst uns doch einfach mal probieren. So, beginnen wir mal. Wir schneiden mal den hier in der Mitte auf. Also, ich denke nicht, dass das so gewollt war. Die Blätterung ist tatsächlich von außen zwar ein bisschen zu sehen, aber von innen nicht. Naja, dann probieren wir es einfach mal mit ein bisschen der neuen Marmelade. Also, es ist sehr kompakt, dadurch, dass ich was mit dem Teig irgendwie falsch gemacht habe. Die Marmelade ist übrigens super lecker. Ich vermute mal, ich hätte nicht viele Punkte bekommen. Also das ist wirklich nicht so toll. Wobei hier sieht man, dass es sich schon ein bisschen auffächert, aber irgendwas hat halt mit der Tourierung nicht funktioniert. Die leckere Füllung, die ja hier reingekommen ist, die schmeckt man halt gar nicht. Die ist halt ausgelaufen. Deswegen, also, ja. Das ist also mein Ergebnis. Es ist nicht so toll, wie ich gehofft hatte. Ich vermute mal, die hätten gesagt, von wegen schöne Farbe, aber gleichmäßig einigermaßen. Aber irgendwas hat mit der Tourierung nicht funktioniert. Für die erste Aufgabe muss ich sagen, war schon relativ anspruchsvoll. Also hätte ich nicht gedacht, war schon nicht ganz ohne, gerade weil dieses Tourieren offensichtlich sehr fehleranfällig ist. Ich hoffe, euch hat das Video trotz meines etwas misslungenen Ergebnisses gefallen. Ich werde dieses Jahr sämtliche technische Prüfungen auch nachbacken und dann auch hier auf meinem Kanal online stellen.
Und ich freue mich dann, dass ihr dann im nächsten Video auch dabei seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst dem Ganzen einen Daumen nach oben da und über einen Kommentar oder ein Abonnement würde ich mich freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüssi!